Kommen wir zum dritten Vortrag in unserem QGIS-Blog heute Nachmittag. Und zwar ein sehr spannendes Thema, historische Karten in QGIS analysieren. Wir haben zu Gast Anastasia Bauch von der Uni Bamberg, richtig? Sie hat Denkmalpflege studiert, hat einen Master gemacht. Und Klaus Stein lehrt auch an der Uni Bamberg in dem Thema, das muss ich nochmal nachgucken, Raumkognition, wenn ich das richtig gelesen habe. Eure Bühne, bitte. Genau, hallo erstmal zu unserem Vortrag über zerstörte Städte und deren Karten und die Untersuchung dieser Karten. Wir sind ein kleines Projekt, das sich gerade aus einem größeren Projekt, dem Urban Metamapping, herausbildet. Das ist eben auch an der Uni Bamberg angesiedelt, aber es ist ein institutsübergreifendes Projekt. Also bei uns ist das Institut KDWT, das Kompetenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Technologien, das da mit drin steckt. Und das Projekt beschäftigt sich mit Kriegsschadenskartierung in Mittel- und Osteuropa und sammelt im Endeffekt diese Karten, wie wir im Hintergrund auch sehen können, und untersucht die in Hinblick auf ihr visuelles Programm, auf den Umgang mit Karten, also wer hat die Karten zu welchem Zweck erstellt und wie wurden sie dann auch weiterverwendet. Und da ist ein großer Fokus eben auch die Wiederaufbauplanung. Wir sind jetzt aber in diesem Projekt, oder wir haben eben mit diesen Kartendaten gearbeitet und haben uns da mal angeschaut, wie kann man mit QGIS diese Karten auch weiter untersuchen. Und wir sind da ein Projekt, das vorrangig aus verschiedenen studentischen Hilfskräften auch besteht. Die sind auch nicht mehr alle, also die haben auch teilweise schon fertig studiert. Alle kommen eigentlich aus der Denkmalpflege. Das heißt, sie haben in der Regel einen Hintergrund in der Architektur oder in der Kunstgeschichte. Was im Umkehrschluss wieder heißt, sie haben relativ wenig mit Informatik zu tun. Also Klaus kommt originär aus der Informatik. Ich mache gerade noch einen Informatik-Master für GeisteswissenschaftlerInnen. Und entsprechend wenig Vorerfahrung bringen wir auch mit GIS mit, was für unser Projekt wieder heißt, wir möchten Sachen möglichst simpel halten, einmal, weil wir es selber erst noch lernen müssen und umgekehrt auch, um unser Wissen dann wieder in unsere Disziplin, die Denkmalpflege oder die Geisteswissenschaften allgemein, erfolgreich weitergeben zu können. Genau. Und entsprechend ist das, was wir jetzt vorstellen, ein Erfahrungsbericht mit der Hoffnung, dass Fragen oder auch Vorschläge, wie wir es anders machen können, aus dem Publikum kommen und auch gerne noch später auf uns zukommen. Genau. Wir untersuchen explizit oder im Genaueren die Karten oder die Schadenskarten aus Nürnberg, die eben vor allem sich mit Zerstörungen befassen. Das ist also hier das Beispiel. Das sind Zerstörungen, die teilweise direkt nach den Bombardierungen kartiert worden sind. Das sind aber auch Karten, die überprüft worden sind, also wo die Schäden nochmal nachgearbeitet wurden, also überarbeitet worden sind, nochmal die Kategorisierung genauer erfolgt ist. Das heißt, es sind sehr unterschiedliche Karten schon in den Schadenskarten. Und zusätzlich dazu haben wir noch verschiedene Themenkarten, für uns besonders interessant die Denkmalwertstufenkarte, die schon während des Krieges erstellt worden ist. Und wir betrachten diese Karten jetzt als eine Geodatenbank auf Papier schon. Das heißt, sie ist im Moment im Archiv auf großen Papierkarten in verschiedenen Akten, eine sehr, sehr umständliche Datenbank, wenn man damit arbeiten möchte. Und unser Ziel ist, diese Datenbank zentralisiert im QGIS verwalten zu können und viel schneller zu Ergebnissen für bestimmte Fragestellungen kommen zu können dadurch. Wir hatten es auf der Folie vorher schon. Wir haben den großen Vorteil bei den Nürnberger Schadenskarten auch, wir haben mehrere Karten, die auf der gleichen Basiskarte von 1942 basiert. Das heißt, wir können einmal die Polygone der Karte nachzeichnen und die dann mehrfach benutzen, indem wir eben die Legende aus den einzelnen Karten in unser QGIS, also ganz banal in die Attributtabelle, übernehmen, indem eben jede Legende eine Attributspalte erstmal darstellt. Soweit so einfach. Wir kommen dann in das Schritt-für-Schritt-Verfahren. Also wir fangen mit einer Georeferenzierung an. Das ist bei Nürnberg sehr angenehm einfach, weil die Stadtmauer in großen Teilen noch erhalten ist und wir dann so wunderschöne Punkte zum Übernehmen haben.
Dann haben wir unsere Karte im QGIS, dann wird sie nachgezeichnet. Dafür haben wir Hiwi-Stellen. Es ist eine unglaublich aufwendige Arbeit. Wir haben mehrere tausend Polygone. Also im Ausschnitt, den man jetzt im Hintergrund sehen kann, sind wir so bei 2000, die da schon nachgezeichnet worden sind. Wir verwenden da eben dann die Hilfsmittel wie Überschneidungen vermeiden, topologisches Editieren und Snapping. Und wir müssen da eben darauf achten, dass wir auch uns an die Hauspunkte halten, dass sie wirklich wie in der Zeichnung Linie auf Linie, also Linie an Linie aneinander liegen. Genau, dann sind wir da und dann können wir die Attribute annotieren. Das heißt, die Informationen aus den Karten mit in die Karte übernehmen. Wir hatten es schon mit der Attributtabelle. Ja, soweit die einfache Theorie. In der Praxis sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir haben also unsere Basiskarte und wir haben die Leute, die auf der Basiskarte gearbeitet haben und die sich nicht auf die kleinste gemeinsame Einheit des Gebäudes, das da mal kartiert worden ist, gehalten haben, sondern die dann eben Häuser nur halbiert kartiert haben oder auch in zwei verschiedene Kategorien eingeteilt haben. Also unsere kleinste Einheit, die wir im GIS erstellt haben, greift dann nicht mehr. Eine offene Fragestellung ist im Moment, wie gehen wir damit um? Also splitten wir das nochmal, annotieren wir das in der Attributtabelle entsprechend? Ja. Und damit verwandt ist auch die Problematik des Detailgrads, weil wir eben auch Karten haben, die über die einfache Hausstruktur eben hinausgeht. Hier ist eine zu sehen, wo eben auch die Fassaden mit annotiert worden sind und an den Fassaden nochmal diese Kreise markieren, quasi kleine Figuren und sowas, die nochmal speziell an der Fassade sind, also die punktuell verortet werden können. Und dann haben wir sowas wie, ich kann nicht pointen, aber vielleicht sieht es irgendjemand in der Füllgasse oder was da oben ist, diese 14, die also eine Fassade extra kartiert hat, wo das Haus in zwei verschiedenen Farben angemalt ist und wo noch eine Detailverzeichnung ist. Ja. Und dann haben wir dadurch, dass wir Karten aus mehreren Jahren behandeln, dann eben auch die Problematik, dass sich unsere Häuserstruktur natürlich verändert, weil wir kartieren ja auch die Zerstörung dieser Stadt und nicht alles ist so wieder aufgebaut worden, wie es ursprünglich mal war. Und auch hier ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also auch Frage an den Raum. Wir sind da, wir haben noch keine Antworten leider oder noch keine vollständigen. Ja, auf dieser Basis darf ich jetzt an Klaus übergeben. Hallo, Technik? Ja, wunderbar. Ja, das, was wir hier sehen, ist dann das, was ich gnädigerweise machen darf. Ich musste diese ganzen Polygone nicht zeichnen, sondern... alles klar. Ja, also hier sehen wir die Denkmalwertstufenkarte und zwar unsere digitale Version davon. Das heißt, wir hatten eine Papierkarte mit diesen vier verschiedenen Kategorien auf Papier und wir haben die einfach 1:1 übertragen und kriegen dann so ein schönes Bild hier. Und im nächsten Schritt haben wir so eine Schadenskarte mal genommen. Das war jetzt der Angriff Februar 45. Da wurde kategorisiert nach schwerer Schaden und Totalschaden. Alt heißt, vor dem Angriff war das schon zerstört. Neu heißt, nach dem Angriff war es erst zerstört. Das sind jetzt die Schäden, die im Februar entstanden sind oder schon da waren. Das nächste ist dann im März. Da ist noch ein Angriff gewesen, ebenfalls. Was war schon da, was ist neu? Und wir können natürlich schauen, was hat sich verändert? Da sind wir dann wirklich in QGIS drin. Dann nutzen wir die Datenbankqualitäten, wo wir sagen können, okay, dieses Haus hatte im Februar einen anderen Schadenswert als im März. Und wir können uns so Schadensentwicklungen anschauen. Wir können einfach schauen, vom Februar in März, wie hat der Schaden zugenommen? Vom März in April, da war nämlich noch ein Angriff, wie hat der Schaden zugenommen? Das war alles soweit ganz cool. Aber uns ist aufgefallen, irgendwas stimmt nicht. Wir haben festgestellt, dass es vor allem im März haufenweise Schäden gibt, die im April nicht mehr da sind. Unsere Vermutung ist im Moment, dass die Schäden vom April auf der Februarkarte eingezeichnet wurden und nicht auf der Märzkarte, sodass die Märzinformation im April verloren gegangen ist. Und das ist zwar einer Studentin von uns schon früher aufgefallen, dass da was nicht stimmt, aber mit QGIS haben wir jetzt die sehr, sehr einfache Möglichkeit zu sehen, das ist wirklich viel und das ist oft, aber es gilt nicht für alle.
Also wir können quasi quantifizieren und wir können Hypothesen überprüfen, indem wir sagen, naja, sind alle Schäden verloren gegangen? Nein, aber ein großer Teil der Schäden ist verloren gegangen und so weiter. Genauso können wir Querbeziehungen analysieren, das ist das nächste Schöne. Das ist auch etwas, was auf Papierkarten sehr, sehr aufwendig und mühsam wäre. Wir haben ja vorhin gesehen, wir haben diese verschiedenen Stufen an historisch. Also Bestand ist einfach, ja, das ist ein Gebäude, das ist da. Dann gibt es historische Gebäude. Historische Gebäude sind fast alle in Nürnberg, also wir sind ja hier innerhalb der Stadtmauer und innerhalb der Stadtmauer ist fast alles historisch. Aber es gibt die historisch wertvollen und wertvollsten Gebäude. Und jetzt haben wir uns mal angeschaut, naja, 1952 gab es einen sogenannten geprüften Schadensplan. Da haben sie also mal geschaut, was ist denn im Krieg so kaputt gegangen. Und jetzt haben wir den quergeschnitten mit den historisch wertvollen und historisch wertvollsten Gebäude. Und dann sehen wir, vom Zerstörungsgrad ist das egal. Also es ist mehr als die Hälfte total zerstört worden, und zwar bei den Gebäuden, die nicht historisch besonders wertvoll sind, genauso wie bei den Gebäuden, die historisch besonders wertvoll sind, ist prozentual ungefähr das Gleiche. Aber was auffällt, wieder aufgebaut wurde im Verhältnis bei den historisch wertvollen und wertvollsten Gebäuden bis 1952 wesentlich mehr. Solche Sachen können wir hier in Kugis abfragen. Auf Papier wäre das Sisyphus-Arbeit, das würde niemand durchhalten. Ein anderes Beispiel, wir hatten dann die Hypothese, schauen wir doch mal, ob die Klassifizierung 52 zu anderen Ergebnissen kommt. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, naja gut, ich schaue mal, was schwerer Schaden 45 war. Also ich habe die Fliegerangriffe genommen, habe geschaut, was war die schwerste Schadensklasse eines Gebäudes und habe 52 geschaut. Und dann habe ich 5 Gebäude gefunden, die 45 als schwerer Schaden klassifiziert waren, aber 52 unbeschädigt sind. Interessant. Dann gibt es welche, die, wo auf schwerer Schaden leicht beschädigt wurde, wobei man dazu sagen muss, die 52er-Karte hat so eine andere Kategorie. Also in der 52er-Karte steht dann drin Schaden 10-50% oder 10-59%, ab 60%, also die Schadensklassen sind andere. Man sollte es also nicht auf die Goldwaage legen, was wir hier haben. Aber was schon auffällig ist, ist, dass wir haufenweise Gebäude haben, die 45 in Totalschaden sind, 22 Stück immerhin, und die dann plötzlich nur noch als leicht beschädigt gelten. Solche Sachen können wir also auch rausfinden. Was das heißt, will ich als Informatiker gar nichts dazu sagen. Also ob das irgendwie denkmaltechnisch relevant ist, ist eine ganz andere Fragestellung. Da lasse ich gerne die Fachkollegen ran, die das bitte beurteilen. Ich kann nur sagen, ja, das können wir durch Datenbankabfragen rausfinden, aber wir müssen das immer bewerten. Also wir müssen da sehr vorsichtig sein, was das für uns heißt. Eine andere Sache, die auch recht hilfreich ist, ist, dass wir schöne Visualisierungen bauen können von allen möglichen Sachen, weil gerade in Geisteswissenschaften sind Statistiken nicht so gern gesehen, die wollen was sehen. Und die Copyright-Frage von historischen Karten ist grausam, weil da mehr Gesetze drin hängen als bei normalen Schriften oder normalen Bildern. Es gibt extra Kartografie, Copyright-Gesetzgebung. Und hier haben wir etwas, was uns gehört. Das können wir überall publizieren, das kann uns niemand nehmen, weil das haben wir generiert. Das ist sehr, sehr hilfreich. Zu technischen, wie gesagt, wir halten die Sachen möglichst einfach, deswegen kommt hier nichts großartig Überraschendes. Wir haben 2 Sachen, die wir recht intensiv nutzen. Das eine sind, wir machen virtuelle Layer. Und zwar einfach deswegen, damit wir die verschiedenen Visualisierungen, also sieht man hier die historischen Gebäude oder die Kartierungsfehler oder die Schadensentwicklung, uns einfach ablegen können, weil wir ja explorativ vorgehen. Wir wollen uns verschiedene Sachen anschauen und wir wollen das nicht jedes Mal drüber generieren. Also machen wir für jedes einfach virtuellen Layer, den wir uns generieren, und dann spielen wir damit. Und das Zweite ist, wir nutzen virtuelle Felder, weil damit die Studierenden, die das Ganze mappen,
sich nicht mit irgendwelchen Zahlen rumschlagen müssen, kriegen die einfach vorgegeben, ihr macht genau das, was auf der Legende steht. Das heißt, da stehen überall Strings drin. Aber zum Vergleichen ist es schöner, wenn wir halt sagen können, wir interessieren uns für alles, was Größe 1 ist, also ein Totalschaden. Und das heißt, wir legen uns virtuelle Felder an, wo wir dann einfachere Queries bauen können. Genauso spielen wir uns auch mit virtuellen Layern, um Sachen zu verschneiden von verschiedenen Quellen, aber da sind wir noch nicht so weit. Der aktuelle Projektstand ist, dass wir 3/4 von Nürnberg gemappt haben. Auf den Bildern bisher und auf den Daten bisher waren nur 1/4 drin, weil die anderen 2/4 noch nicht überprüft sind. Wir werden dann, wenn wir alles gemappt haben, nochmal durch alles durchgehen und das überprüfen und gerade ziehen. Und unsere Ziele sind erstmal die Innenstadt vollständig mappen, also zumindest den Innenstadtbereich. Wir haben an so ein paar Gebäude testweise auch außerhalb gemappt, das sind weniger historische Gebäude. Wir wollen mit weiteren Quellen überlagern, also wir wollen versuchen, an Sozialdaten beispielsweise zu kommen, die dann auf Distriktebene erhoben sind, um zu schauen, ob zum Beispiel das Durchschnittseinkommen oder Ähnliches dafür beeinflusst, wie schnell wieder aufgebaut wurde. Wir wollen mit modernen Denkmalkarten überlagern, weil wir haben jetzt eine Denkmalkarte von 42. Wäre interessant zu schauen, was davon heute noch Denkmal ist. Wir wollen besser Kugissen lernen, mehr Extensions nutzen und so weiter. Wie gesagt, der Fokus war bis jetzt auf Erhebung der Daten. Wir haben uns ein bisschen gespielt. Ich kann mit Spatial SQL umgehen, aber da sind wir beiden quasi die Einzigen im Projekt, die das können. Insofern sind wir da auf einem recht starken Anfang. Und wen das Thema inhaltlich interessiert, wir haben 2024 in Bamberg die Spatial Humanities. Da erzählen wir dann den inhaltlichen Hintergrund, also was wir inhaltlich rausgefunden haben. Die offenen Fragen nochmal, um das Ganze zusammenzufassen. Ja, wie gehen wir mit Fuzzy Mapping, mit Level of Detail um? Wie gehen wir mit baulichen Veränderungen um? Wir haben für alles so, ja, wir haben Ideen, wie man das machen könnte, aber das Problem ist halt, wenn ich jetzt da Objekte einführe, die ich zerschneide und dann wieder mit irgendwie Gruppierung zusammenführe, dann werden die Queries wieder komplizierter, dann brauchen wir wieder neue virtuelle Layer. Also wir haben keine elegante Möglichkeit gefunden, bis jetzt mit diesen ganzen Fassadengeschichten und Ähnlichem umzugehen. Genauso, wie gehen wir damit um, dass die moderne Bebauung anders ist? Also welches Gebäude ist Nachfolger von welchem Gebäude? Können wir schauen, haben wir da irgendwie, ja, wenn die 80% überlappen, hat das neue Gebäude das alte ersetzt, könnte man sowas machen? Wie gehen wir damit um, wenn das vorher ein Gebäude war und jetzt sind es zwei oder umgekehrt? Und sollten wir Zeiträume mappen? Also sollten wir bei jedem Gebäude quasi dazu schreiben, da stand 42 schon und ist 45, hat es aufgehört zu stehen und wir wissen, da steht jetzt was anderes, was aber auch wieder die Queries komplizierter macht, was man wieder dadurch erschlagen kann, dass man virtuelle Layer benutzt, die dann das wegfiltern und dann habe ich halt einen Stand von sowieso. Dann gab es noch ein paar Quellen, wen das interessiert, die sind runterladbar, also sowohl der Kriegsschadenskartenatlas Deutschland als auch die Ruinen und urbanes Kulturerbe, was ein studentisches Projekt über Nürnberg ist. Die Karten, die wir gezeigt haben, sind alle aus dem Stadtarchiv Nürnberg und unser Projekt und die Spatial Humanities sind hier per QR-Code. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich mache mal die erste Frage. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, die Zeitsteuerung von QGIS zu verwenden? Weil wir hatten das Thema ja gerade in dem letzten Vortrag. Nicht, okay. Dann ganz grundsätzlich, wir hatten damit gespielt. Okay. Das Problem ist halt, man müsste dann wirklich jedes Gebäude mit Zeiträumen versehen und bekommt einfach erstmal kompliziertere Queries. Da probieren wir mit rum, aber wir haben noch nichts wirklich schön Befriedigendes, was halbwegs einfach benutzbar ist. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage, habt ihr schon mal Überlegungen hinsichtlich Einsatz von Machine Learning oder künstlicher Intelligenz, gerade beim Kartieren von Objekten aus der Karte, also dass man sozusagen die Hiwi-Arbeit durch Machine Learning ersetzen würde? Also ich bin mir nicht sicher, ob es, also es gibt inzwischen Projekte, die das probieren, aber ihr habt vielleicht ein paar Ausschnitte gesehen von diesen historischen Karten. Da ist halt die Mauer unterbrochen, weil dort Text reinfließt. Da ist mal
Also allein die Farben, gehen wir ganz an den Anfang, wo wir eine historische Karte haben. Ich habe Farben gemessen und über den, ja, das war die, teilweise ist das Hellblau hier und das Dunkelblau unten so unterschiedlich, dass ich wirklich, obwohl es das Gleiche meint, dass ich mit Bildbearbeitungsfähigkeiten nicht irgendwelche sinnvollen Ergebnisse bekommen habe. Es ist verwaschen, es ist verschwommen, es hat alle möglichen Probleme. Ich glaube, dass man mit Machine Learning dahin kommen könnte, aber da brauche ich halt ein eigenes Forschungsprojekt dafür. Wenn das jemand anders gemacht hat, würden wir das gerne nutzen, aber es ist jetzt nicht so, ich werfe die Karte rein und es funktioniert. Also wir haben zum Beispiel auch diese Grundkarte noch nicht gefunden, dass man sagen könnte, man hat diese ganz einfache Schwarz-Weiß-Linienzeichnung, ja. Wo man eben, also das würde uns ja schon sehr weiterhelfen, aber wir haben halt bloß die, also wir haben auch beim Kartencenter, also bei verschiedenen Stellen in Nürnberg angefragt und die haben dann immer gesagt, nee, das ist in einem anderen Archiv und das ist eben dieses Problem. Also diese Karten sind jetzt noch gar nicht so alt, aber schon da ist es, die sind sehr verstreut, die Informationen, die wir versuchen zu bündeln. Da geht auch schon die nächste Frage hin. Habt ihr auch drüber nachgedacht, Luftbilder aus der Zeit einzusetzen, um Baulücken oder halt auch Sachen, noch weitere Informationen zu bekommen? Genau. Die sind ja zum Beispiel auch frei verfügbar, die von den Amerikanern oder der amerikanischen Luftaufklärung. Die sind auch zu ungenau einfach für das. Also die sind, also man kann sagen, jetzt hier sieht man ja rechts, das hier ist die Sebalder Steppe oder genannt Sebalder Steppe, weil sie am Ende des Kriegs eben einfach komplett zerstört war. Da sieht man, also man könnte es vielleicht blockweise ausprobieren, aber eben auf diesem Häuserlevel, auf dem wir unterwegs sind, ist es zu ungenau. Ja. Genau, also sorry, dass ich mich so dazwischen schiebe, aber ich habe sachdienliche Hinweise hier. Genau, zwei sachdienliche Hinweise, eine Rückfrage. Der erste ist das Transrats-Projekt. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, vom KIZ in Karlsruhe. Das ist bekannt, ja. Okay, gut. Der Kontakt ist nur noch nicht hergestellt. Okay, sehr gut. Okay. Aber es liegt daran, dass ich die E-Mail noch vor mir her schiebe. Okay, gut, genau. Weil das ist ja sozusagen auch vom Ansatz her doch sehr nah, ne? Auch denkmalpflegerisch und das wirklich, also wäre das ist ein tolles Projekt zur 3D-Rekonstruktion von Nürnberg. Mit sehr guten wissenschaftlichen Methoden und auch einer sehr guten IT-Ausstattung. Das zweite ist sachdienlicher Hinweis, historischer Städteatlas. Ich komme von der Institution, wir machen den hessischen und wir sind dabei, sozusagen auch diese Datengrundlagen zu machen, weil wir genau das sozusagen machen auch dafür. Also das Ziel ist eben aus dem Urkataster die vormoderne Stadt zu rekonstruieren und zwar auf Basis des ersten exakt vermessenen Katasters. Und das führt mich dann sozusagen auf die Beantwortung der Frage, die vorher da war, nämlich ist das denn eine gute Kartengrundlage zum Digitalisieren? Habt ihr selbst gesagt, ist eigentlich nicht optimal, ne? Die Frage wäre sozusagen, digitalisiert man nicht eher dann sozusagen übers Urkataster von Bayern, schaut da sozusagen, wo die Bauabweichungen sind, weil das ja wahrscheinlich vom Baubestand innerhalb der Innenstadt, also ne, Soldner Kataster Nürnberg müsste wahrscheinlich so ungefähr Mitte 19. Jahrhundert liegen, ist ja auch verfügbar über die Bayerische Landesvermessung, könnte eine ganz gute Grundlage sein, weil dann ist sozusagen der Träger, der Informationsträger, der in der Karte liegt, nur noch die Information, wie stark ist die Zerstörung und nicht sozusagen der Footprint vom Gebäude, weil der Footprint vom Gebäude ist auf diesen Karten, die sind wahrscheinlich im Maßstab, ich würde mal schätzen, 1 zu 2500 oder so, ne? 1 zu 2000, genau. Ja, genau. Ist der Footprint einfach schlecht, ne? Und ist dann sozusagen von der Digitalisierung her schwierig. Was wir auch sozusagen beim Europäischen Städteatlas klassischerweise machen, ist, dass wir vom Liegenschaftskaster zurückschreiben. Ist wahrscheinlich im Fall Nürnberg schwierig, weil wahrscheinlich einfach zu viele Änderungen auch tatsächlich in einzelnen Building Footprints noch vorhanden sind. Aber ist ein schönes Beispiel dafür, wie sehr sozusagen dann auch diese Arbeiten am Europäischen Städteatlas, wenn dann irgendwann die Digitalisierung stattgefunden hat, auch für solche Projekte interessant sind. Und dann habe ich tatsächlich am Ende noch eine Frage. Genau. Wollte fragen, wie es mit schriftlichen Quellen aussieht, die irgendwie ergänzend zu der Karte noch vielleicht vorhanden sind, also dass man darüber nochmal irgendwie was rausfindet zur Kartengenerierung. Genau, da haben wir jetzt das Problem, dass wir beide nicht die Leute sind, die sich damit intensiver beschäftigt haben. Die sind vorhanden, die werden untersucht und das ist eben so der Schritt, den wir machen, wenn wir mal die gesamte Innenstadt abgeklappert haben, oder hoffentlich, das ist auch eine Finanzierungsfrage, inwieweit Schriftquellen mit eingebunden werden können. Da gibt es eben, also das ist das, was ich so mit unter dem Deep Mapping Ansatz verstehe, wobei ich diesen Begriff immer noch so unglaublich schwammig finde.
weil er, glaube ich, auch einfach noch im Entstehen ist. Genau. Ja, also man muss auch dazu sagen, es dauert zwar lange, diese Polygone zu zeichnen, aber es geht gleichzeitig doch erstaunlich schnell. Also wir haben einfach hier den Vorteil, wir müssen die einmal malen und können 10 Karten, 20 Karten drüberlegen und müssen dann immer nur die Legenden quasi übernehmen. Das geht dann sehr, sehr effizient. Wenn wir herausgefunden hätten, dass das Zeichnen ein Faktor 10 langsamer wäre, hätten wir es nicht gemacht oder hätten nochmal sehr, sehr viel intensiver versucht, andere Daten zu nehmen. Wir hatten auch am Anfang versucht, kann man nicht die aktuellen OpenStreetMap-Daten nehmen und einfach alles wegschmeißen, was sich seitdem geändert hat. Aber in Nürnberg hat sich so viel geändert, dass sich das nicht als brauchbarer Weg erwiesen hat. Ja, dann beende ich mal die Fragerunde. Ich habe noch einen Hinweis. Wir haben jetzt um 16 Uhr, glaube ich, das Gruppenfoto draußen. Denkt alle dran. Ja, wir gehen dann mal raus, machen ein Foto, wie jedes Jahr. Und nochmal vielen Dank euch beiden für den schönen Vortrag. Applaus